Legendentreffen bei der Wrestling-Liga WWE, 5 Tage vor dem Super Showdown in Melbourne sorgten gleich mehrere Showkampf-Veteranen für große Gefühle bei den Fans. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten letzten Match zwischen Triple H und dem Undertaker sprach deren langjähriger Weggefährte Shawn Michaels bei der TV-Show Monday Night RAW über das Aufeinandertreffen. Er würde auch jetzt, einige Wochen, nachdem ihn der Deadman zur Rede gestellt hatte, sein ganzes Geld auf einen Sieg von Triple H verwetten. Er selbst werde beim Super Showdown vor Ort sein, in der Ecke seines besten Kumpels Triple H. Es folgte eine Reihe von denkwürdigen Momenten. Zunächst erklang die Musik von Undertaker-Bruder Kane, der seinem Bruder in Australien zur Seite stehen wird. Kane fertigte HBK ab, anschließend stand der Undertaker plötzlich selbst im Ring. Damit nicht genug, Triple H kam seinem Bruder zur Hilfe, als dieser gerade vom Deadman verprügelt wurde. Gemeinsam hatten die Brothers of Destruction jedoch leichtes Spiel und behielten deutlich die Oberhand gegen das ehemalige Team DX. Der Undertaker verpasste Triple H zum Abschluss seinen Tombstone Piledriver und setzte vor dem Match der beiden ein deutliches Zeichen, lesen Sie auch. So funktioniert die Show Kampfliga wie das ABC der Wrestling-Fachbegriffe. Die weiteren Highlights: Dean Ambrose wurde zu Beginn der Show über die Geschehnisse aus der vergangenen Woche interviewt. Der Lunatic Fringe bestätigte, dass er sich Gedanken über seine Zukunft in The Shield mache, schwörte seinen Partnern Roman Reigns und Seth Rollins letztlich jedoch die Treue. Beim Super Showdown kommt es zu einem 3-gegen-3 Match zwischen The Shield und dem Team aus Braun Strowman, Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Der ausführende RAW-Generalmanager Baron Corbin wollte Ambroses Loyalität auf die Probe stellen und erklärte, er könne sich aussuchen, ob er ein Titelmatch gegen Reigns oder Rollins wolle oder sich lieber Braun Strowman in den Weg stellt. Ambrose entschied sich für Strowman als Gegner. Als er kurz vor einer deutlichen Niederlage stand, kamen ihm Reigns und Rollins zur Hilfe und sorgten für eine Disqualifikation. Anstatt sich zu bedanken, machte Ambrose seinen Brüdern jedoch klar, dass er jetzt auch einen Titel von ihnen in der Hand halten könnte, wenn er nicht so nett gewesen sei. Eine Trennung des Shield steht demnach weiter im Raum. Im zweiten Einzelmatch zwischen den 6 Konkurrenten besiegte Reigns Ziggler klar mit dem Spear. Rollins musste eine Niederlage gegen McIntyre hinnehmen, als er von Ziggler abgelenkt wurde. Anschließend brach ein Brawl zwischen allen 6 Superstars aus, bei dem die Heel-Fraktion die Oberhand behielt. Strowman, Ziggler und McIntyre zogen zum Abschluss noch den Faustgruß des Shield ins Lächerliche. Elias und Kevin Owens sorgten für ein minutenlanges Pfeifkonzert, als sie das heimische NBA-Team der Seattle Supersonics beleidigten. Nach einigem Hin und Her fuhr K.O. dann einen Prestigesieg gegen Bobby Lashley ein, nachdem Elias dessen Manager Leo Rush in einen Aufgabegriff genommen hatte. Auch im anschließenden Brawl behielten die beiden die Oberhand. Beim Super Showdown treffen die 2 Bösewichte auf Lashley und dessen Partner, Rückkehrer John Cena. Punkt. Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW: Braun Strowman besiegt Dean Ambrose via Disqualifikation Title Match, Roman Reigns Urheberrecht besiegt Dolph Ziggler Title Match, Ronda Rousey Urheberrecht besiegt Ruby Riotte Ascension, Connor und Victor besiegen Bobby Roode und Chad Gable, B-Team, Curtis Axel und Bo Dallas besiegen The Revival, Scott Dawson und Dash Wilder, Non-Title-Match, Drew McIntyre besiegt Seth Rollins Urheberrecht, Kevin Owens besiegt Bobby Lashley, Bayley besiegt Alicia Fox.